Willkommen bei dem Workshop 6 Schläge und doch so viel zu üben. Ich spiele einfach mal den ersten Ansatz, ne? Also, ne, das wäre der normale Six-Stroke-Wall. Am besten betont man erstmal die rechte Hand, um so ein bisschen den Handsatz auswendig zu lernen. Ich versuche auch bei Paradiddle oder sonst was erstmal zu gucken, welche Melodie ergibt sich, wenn ich nur die rechte Hand so ein bisschen betone. Also hier habe ich dam, da, dam, dam, da, dam. Das füllt sich dann aus. Ne? Wenn ich von dem Sticking ausgehe, kann ich ja immer den ersten Schlag nach hinten setzen, um dann die nächste sogenannte Permutation zu erzielen. Das heißt, ich habe jetzt rechts, links, rechts, rechts, links, links. Jetzt packe ich den Schlag rechts, den ersten nach hinten und erhalte somit links, rechts, rechts, links, links, rechts. Also wenn ich noch weiter schiebe, habe ich rechts, rechts, links, links, rechts, links. Weiter, rechts, links, links, rechts, links, rechts. Das ist eigentlich mein klassisches Swing-Pattern, ne? Auch ein Six-Stroke-Roll, wenn ich den so auffülle. Weiter links, links, rechts, links, rechts, rechts. Und die letzte ist links, rechts, links, rechts, rechts, links. Ich habe jetzt immer schon mal so die Betonung so gesetzt, wo der jetzt drauf fällt. Das gleiche kann ich jetzt noch machen, dass ich alles spiegel, also dass mein Ausgangssticking nicht rechts, links, rechts, rechts, links, links ist, sondern links, rechts, links, links, rechts, rechts. Also einfach alles mit links angefangen. Nächstes wäre dann rechts, links, links, rechts, rechts, links. Nächste links, links, rechts, rechts, links, rechts. Links, rechts, rechts, links, rechts, links. Jetzt hört man, jetzt habe ich den Swing in meiner linken Hand, ne? Der war falsch, aber egal. Dann kommt rechts, rechts, links, rechts, links, links. Und zum Schluss rechts, links, rechts, links, links, rechts. Ja, das heißt, ich habe, wenn ich die immer umtausche, also den ersten nach hinten setze, bekomme ich 6 mögliche Kombinationen, wo die rechte Hand vorne ist, also wo die rechte Hand praktisch gestartet hat, also aus dem Ausgangshandsatz rechts, links, rechts, rechts, links, links. Und wenn ich das Ganze mit links starte, habe ich nochmal 6, also insgesamt 12 Möglichkeiten. So, was kann ich denn jetzt damit anfangen? Ich kann erstmal gucken, dass ich überhaupt die Dinge auf dem Set verteile. Ich nehme jetzt nochmal den allerersten, also rechts, links, rechts, rechts, links, links. Hätte ich zum Beispiel. Erstmal gucken, dass ich überhaupt ein bisschen Geläufigkeit darin kriege und natürlich auch in unterschiedlichen Notenwerten das üben, weil normalerweise ein Sechserschlag suggeriert mir immer erstmal eine Sechstone. Ne? Könnte aber auch sein. We'll be right back.
jetzt habe ich Folgendes gemacht. Jetzt habe ich eigentlich zwei Schläge hinzugefügt, nämlich noch zwei mit der Bassdrum hinten dran. Ne? Kann ich auch wieder als Sextole oder als 32. spielen. Jetzt fange ich an und nimm zum Beispiel ein Becken. Ja, also für die beiden Singles. Das heißt, wenn ich jetzt rechts, links, rechts, rechts, links, links spiele, spiele ich. Schöner natürlich mit zwei Bassdrums. Zum Beispiel auch mit zwei Toms und dann. Ja, oder frei nach dem Prinzip Creative Control von Thomas Lang. Der macht ja diese Sache mit Paradiddle, wo nur ein Becken und ein Tom ist, kann ich hier auch mal zum Beispiel. Ganz leicht, weil dann muss ich die Bassdrum nämlich nachschieben. Da habe ich gerade auch beim ersten Mal schön ins Klo gegriffen. Aber naja, ihr wisst, was ich meine. Ne? Also ich habe jetzt. Schön als Übung zum Beispiel. Das kann ich jetzt mit jedem beliebigen von diesen Dingern machen. Das heißt, einfach die Stellen, wo eure Singles auftreffen, also da, wo nicht die Doubles sind, durch Toms ersetzen oder durch Becken ersetzen. Ja? Das wäre die erste Möglichkeit. Ich kann zum Beispiel, wenn ich die Figur mir anschaue, den ersten Schlag von meinem rechten Double durch den Fuß ersetzen. Ja, also angenommen, wir hätten den Handsatz rechts, links, rechts, links, links, rechts. So, jetzt tue ich den letzten, also der jetzt kommen würde. Schöne Groove. Schon mal ein bisschen mehr damit gemacht, aber der Grundansatz war diese. Ich spiele ihn gerade mal langsam, weil das ist einer meiner Lieblings.